Das Redikus-Projekt ist ein Forschungsprojekt von Siemens, dem BMBF, also dem Deutschen Forschungsministerium, und Evonik. In dem Projekt wollen wir aus Kohlendioxid und regenerativen Strom, regenerativen Energien aus Solarpanels oder Windkrafträdern zu Spezialchemikalien umwandeln. Redikus Pilotanlage besteht aus drei Anlagenteilen. Das erste Anlagenteil ist das Main Skid, in dem die Instrumentierung sowie die Mess- und Regelungstechnik beheimatet ist. Der Hauptteil der Anlage besteht aus einem 8 Meter hohen Reaktor. Das Projekt bewegt sich gerade im Moment raus aus dem Labormaßstab in den Pilotmaßstab. Was wir hier sehen, ist eine erste Stufe der Pilotanlage. Man kann sich das so vorstellen, am Anfang steht da ein kleiner Kolben, ein halber Liter. Hier sehen wir einen Reaktor mit 2000 Liter, in dem dann kontinuierlich die Produkte das erste Mal hergestellt werden. Wir wollen damit einen Beitrag für die Evonik leisten, in Zukunft neue Spezialchemikalien herzustellen, auf Wegen, die es heute noch nicht gibt. Und auf der anderen Seite auch einen Beitrag zur Gesellschaft, nämlich dem Klimawandel entgegenzuwirken, Energie effizienter speichern zu können. Wir hoffen, dass wir als Creavis auch hier einen kleinen Schritt mitgehen können. Bei der Anlage waren viele Gewerke beteiligt, unter anderem der Anlagenbauer selber, die Transportunternehmen, die Kollegen der Creavis und auch die Kollegen der Verfahrenstechnik. Die Montage ist gut gelaufen, die Zusammenarbeit mit den einzelnen Kollegen war sehr gut und wir freuen uns darauf, die Anlage in Betrieb zu nehmen. Wir stehen jetzt hier am Anfang der Pilotanlage. Das wird uns noch 3 Jahre begleiten. In den 3 Jahren wird das noch ergänzt durch 1 oder 2 andere Einheiten. Wenn das dann fertig ist, nach 3 Jahren starten die Vorbereitungen für die erste Demonstrationsanlage. Die ist dann schon so groß, dass daraus Produkte entstehen, die man auch am Markt verkaufen kann, sodass ich hoffe, dass wir in 5 Jahren vor einer Demonstrationsanlage, wie heute hier der Pilotanlage, stehen können. Evonik. Leading Beyond Chemistry.